Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2. In der letzten Folge haben wir uns nicht stressen lassen. Und jetzt wurde hier mal wieder ein Advent-Konvoi lahmgelegt. Den wollen wir natürlich plündern. Dafür müssen wir aber erstmal die Verteidigung ausschalten, sprich erstmal suchen, wo sich denn die Advent-Truppen überhaupt so Bin alles schon unterwegs. verkrochen haben. Und Feindliche da haben wir Einheiten schon mal die entdeckt. ersten gefunden. So, das heißt, wir konzentrieren uns darauf, Verstanden. Rücke dass aus. die uns nicht viel können. Ich sollte demnächst übrigens mal die besseren Waffen bauen. Bin Du schon gehst mal unterwegs. dahin. Dich würde ich auch gern ein bisschen weiter nach vorne haben. Okay, dann wird bei dir Dann der mal Feldposten los. halt wegfallen, aber mein Gott. Damit können wir leben. Du kannst. Wo schicken wir dich hin? Ach, nehmen wir einfach da hinten Begebe die mich Ecke. zur Zielposition. Und auch du. Rücke zur Zielposition Ich habe vor. halt das Gefühl, dass die jetzt gleich hochkommen, Bin deshalb dabei. gucke Biete ich, Feuerschutz. dass wir Mir das entgeht umkriegen nicht. können. Feuerschutz. Mir entgeht nichts. So, okay, die kommen nicht hoch. Umso besser für uns. Das sind sogar nur ganz normale Pflanzenträger. Der WC ist, glaube ich, ein fortschrittlicher, aber. Rücke aus. Moment. Seit wann haben Lanzenträger eine Rüstung? Machen wir gleich. So viel steht fest. Ziel los. Kannst du mal runtergehen? Begebe mich zu dieser Position. Für dich haben wir notfalls noch Brandgranaten. Moment. Ah, verdammt, ich habe es genau falsch gemacht. Doof. Ich wollte doch eigentlich keinen Frosch im Hals haben. Ja, eigentlich wollte ich, dass er halt zwei Brandgranaten und nicht zwei MP-Granaten hat. Weil ich glaube, so viel braucht man dann nicht für Max. Befehl bestätigt. So. Mir entgeht Wir legen nichts jetzt mal wieder bei. so einen richtig schönen Verstanden. Hinterhalt. Halte die Augen offen. Sie könnte theoretisch Konfrontation Bin einsetzen, dabei. aber nein. Verstanden. Halte die Augen offen. Na, den da hinten hätte ich noch vorziehen können. Egal. So, gucken, dass wir den LKW nicht zerstören. Granate unterwegs! Einmal Feuer frei. So, Rüstung zerlegt. Schön viel Schaden angerichtet. Die werden sich jetzt Sie haben irgendwohin uns. verziehen. Und dann noch voll auf den Sack kriegen, hoffentlich. Und ich hoffe auch, dass meine Leute sich absprechen und nicht alle auf den gleichen schießen. Ah, sieht schlecht aus. Sie schießen alle auf den Ich habe es wohl nur gestreift. Aber ich glaube, wir werden nur den einen überhaupt den Erledigt. fünf Schadentreffer. So. Gut, dass ich ihn nicht nach vorne geschickt habe. Perfekt. So wird's gemacht. Bleibt nur noch der Betäubungsträger da. Oh, cool, sogar eine Beförderung direkt. Nice. Na. Mal gesehen. Haha, daneben. Ah, schade, er wurde aufgedeckt. Stimmt, er war ja noch, er ist ja Phantom. Haha. Sehr gut. Das ist, Ziel erledigt. War so geplant, also, ne? So. Wir wollen gucken. Irgendwo müssen ja noch mehr Gegner rumlungern. Bin unterwegs. Und primär zieht sich das Schlachtfeld in die Richtung. Heißt, irgendwo da hinten werden wahrscheinlich noch ein paar Truppen stehen. Scanne Gebiet. So, unsere Sniper. Dafür. Schon unterwegs. Ja, du warst auch nicht die Sniper. Hm. Ja, das war schon fast intelligent. Aber auch nur fast. Dann
kriegst du mal keinen Feuerschutz, aber Deckung. Begebe mich zu dieser Position. Mir entgeht nichts. So. Bestätigt. Bob kann mal da gucken. Siehst du was? Bin dabei. Bin unterwegs. Ich glaube auch da hinten ist, das zählt primär als die ja, Ladung, die wir haben wollen. Zu Befehl. Mal bin gucken. Dabei. Gebe Feuerschutz. Was sonst noch so kommt. Ach stimmt, er hat ja die Wachsamkeit. Haha. Das war auch wieder alles geplant. Wechsle Position. Das ist also. Manchmal bin ich. Die Alien werden das Aussehen verfeinert haben, aber diese Monster sind nicht besser als jene, die mein Vater schon kannte. Sind das die Uralten? Also die Ältesten, wie auch immer sie hießen? Archons. Ey, voll von StarCraft 2 geklaut. Ey, ohne Scheiß. Das finde ich nicht fett. Das finde ich gar nicht fett. Ich hasse Archons. Also, von denen habe ich keine Ahnung, aber ich hasse es, gegen Archons zu spielen. Hallo? Die Viecher sind voll übel. Sehen jetzt mechanische? Ich bezweifle es. Granate! Der hat vor allem verdammt viel Leben. Wie viel Leben hat der Kerl? Also, da fand ich die Ethere, wie sie im ersten Teil hießen, irgendwie angenehmer. Die haben nicht so viel ausgehalten. Könnten dich da oben. Kein Problem. Ach schon, der hat ja den Flammenwerfer jetzt. Ne? Nicht so cool, muss ich sagen. Und mit der Granate, er kann den Eichern töten, aber verletzen, aber dafür würde ich die Granate eigentlich jetzt nicht benutzen. So. Zumindest hat er schon mal 4 Schaden angerichtet. Das ist schon mal die Hälfte. So, Queen Bee. 73%. Könnt ihn töten. Voll durchs Auto durch, aber das ist jetzt auch kein. So, tot von oben. Bringt uns zwar gerade nichts, aber wir können zumindest noch mal. Ja, ich lade mal einmal mit ihr nach. Nachgeladen. Und wer das sonst war. Das ist ja schon fast ein bisschen was. Eigentlich nicht, aber egal. Nähere mich der Zielposition. Gehen wir trotzdem mal ein bisschen näher dran. Und schon sind es 8% mehr. Aber das reicht mir nicht. Die Granate kommt auch nicht weiter. Bestätigt. Überwachung läuft. So. Bones. Schon unterwegs. Dir kann ich das Gefechtsprotokoll. Bones. Gefechtsprotokoll nicht möglich, weil keine Einheit im Visier. Na los, zeigt euch! Verdammt. So, Jester. 61% oder 30. Sogar kritisch. Sehr schön. Das ist trotzdem viel zu wenig Schaden. Oder sind das die neuen Schweber? So oder so. Gefällt's mir nicht. Ich meine, sie haben keinen Unterkörper, also es könnten durchaus auch die Schweber sein, aber. Ich bezweifle es mal ein bisschen. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Na verdammt. Nicht mal knapp. Ja. Oh, cool. Gut, der hat einen Nahkampfangriff und der ging daneben. Ach, schon wieder ein neuer, ey. Holy shit. Nicht cool, der hat ihn flankiert. Sie sind einfach überall! Gut. Die Aliens treffen einfach nicht. Ja gut, der Kerl brennt doch. Ich glaube, das senkt ja auch nochmal die Treffergenauigkeit. Wenn ich mich da richtig erinnere. So, wir wollen jetzt erstmal dich auf den jagen. Dankeschön. Damit wäre der schon mal erledigt.
Feind eliminiert. So, dann. 74% der Kerl kann auch scheinbar wieder nicht in Deckung gehen. Das ist also scheinbar ein reiner Nahkämpfer. Weil, wir wissen ja schon, Nahkämpfer brauchen keine Deckung. Das haben wir nicht nötig. Feind terminiert. Die Waffe verschlingt meine Munition. Das war aber natürlich noch nicht alles an Gegnern. Irgendwo wird wahrscheinlich auch noch ein Mech rumlaufen. Feuerschutz. Klang zumindest irgendwie gerade stark danach. Positiv. Biete Feuerschutz. Kein Problem. So. Soweit Feuerschutz. Feuerschutz. Zum Teil auch nachladen. Vorne rücken vor allem. Scanner Gebiet. Auch wenn ich jetzt irgendwie keinen nachladen darf. Ich glaube, das waren wichtige Vorräte eigentlich. Bin dabei. So, einmal. Und weiter geht's. Positiv. Nirgends und noch mal schon. Er trifft halt entweder den Mutant oder den Archon oder den Mutant und den Archon. Okay. Abschuss! Voll drauf. Kampfrausch, okay. 87% oder 80%. Ich würde gern möglichst dem viel Schaden. Für den Muten haben wir noch ein bisschen was da hinten stehen. Das dürfte da besser dran kommen. Oh, er hat Brett sogar. Perfekt. Das ist gut. Okay. So, du kannst da vorne hingehen, weil, ja, das sonst ein bisschen lächerlich ist. Schon unterwegs. So. Du hast noch eine Granate, die die beiden trifft. Oder... ja, die beiden trifft. Würde ich aber so abfeuern, glaube ich. Granate! Dann ist zwar der Baum nicht kaputt. Aber es ist weiter von dem Transporter weg. Das will ich nicht riskieren, dass der mir noch in die Luft fliegt. Nicht, weil da meine Leute dran stehen, sondern einfach, weil das die wichtige Fracht ist. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Geht klar. So, dann haben wir den Archon schon wieder ausgeschaltet. Von dem einen Mutant haben wir die Deckung zerschossen. Die Rüstung zerschossen. Seine Deckung steht noch. Und der Kerl hat keine Deckung mehr und keine Rüstung. Dann bleibt nur noch der eine über. Ja, ziemlich genau nach Plan. Also doch nicht mehr. Irgendwie habe ich das erwartet. Aber wir haben ja EMP-Granaten, also ist das alles kein Problem. Oh, fuck. Na, jetzt kann ich also auch an Granaten zu schmeißen. Verdammt. Auf die Flanken achten! Das zerstört natürlich auch ein bisschen unsere Rüstung. Das war zu erwarten. Zu Befehl! So, kannst du auf irgendwas schießen? Ja, kannst du. 60% oder 50%. Ne, das ist mir gerade nicht genug. Dann mal lieber mit den Bones heilen. Gremlin heilen! So, Boomer, du hast die EMP-Granate. Ich halte die mal mit auf den Keller unten drauf. Mach dich bereit für eine Überraschung! Wird ihm zwar nichts tun, aber vielleicht macht sie trotzdem irgendwas. 6 Schaden, Heckverteidigung verringert.
könnten wir es nämlich theoretisch mal probieren. 73% halten wir einfach mal drauf. Schade. Das wäre zu schön gewesen. Ah, komm schon! So. Er hat leider noch keinen Sturm und Schuss. Das wurmt mich ein bisschen. Verstanden! Rück ab! Geht dann in Deckung. Und kann das Übernahmeprotokoll starten. Übernahme läuft! So, was kriegen wir denn jetzt mit der verringerten Heckverteidigung für eine Chance? Für Zielsicherheit von Verteidigung, bla bla, abschalten 100%, Feindkontrolle 58%. Ja, die erhöhte Verteidigung ist, glaube ich, nicht so. Ach, komm schon. Ein gescheiterter Hack erhöht die Werte für Zielsicherheit und Verteidigung dieses Ziels. Ja, ja, das. Die Abschirmung ist zu stark. Ach, das ist alles kein Problem. Ja, Granate kommt nicht so weit, das war zu erwarten. Er trifft ihn trotzdem. Hehe. Also nicht Abschuss. Wirklich was bei verloren. Brauche Munition! Kein Problem. So, du gehst da runter. Und für den Muten hast du gar nicht mal wenig. Alter Falter, geht dieser Flammenwerfer weit. Holy shit. Damit hätte ich nicht gerechnet. Dann hätte ich mich doch da unten hinstellen sollen und dann versuchen können, den dann. Wir sind die Besten. Jep, das ist es. Die Munition wird knapp! So, jetzt haben die Gegner nur noch den Kerl. Daneben. Steh unter Beschuss! So, ich würde aber sagen, den letzten darf Bob sich mal vornehmen. 91%. 4 bis 6, okay, den kann er gar nicht mehr töten. In Ordnung! Das ist natürlich dann jetzt uncool. So, Chester. Chester wurde flankiert und der Kerl hat ihn trotzdem nicht getroffen. Das finde ich doch mal lobenswert. Rücke vor! 42%, das ist nicht so wirklich viel. Schon unterwegs! Gucken, ob das Gefechtsprotokoll ihn treffen kann. Jawohl. Dann kann nämlich Bob trotzdem den letzten Schlag einsacken. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn er wird ihn von oben bis unten einmal aufschlitzen. Nein. Bob. Bob macht das jetzt. Bob regelt. So, kritisch. Wir kriegen das Ding auch noch eingesammelt. Feind erledigt! Das sollte es gewesen sein. Laservisier. Kritische Trefferchance erhöhen. Ja, why not? Ich habe die Wahl. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Perfekt. Zwei Soldaten verwundet, einer davon müsste leicht sein. Das war nur ein Schaden, den er gefressen hat, effektiv. Und halt, seine Rüstung wurde um 1 beschädigt, aber das sollte, glaube ich, nicht so schlimm sein. Und ja, halt, unser Bones wurde ein bisschen schwerer erwischt, glaube ich. Dann gucken wir mal. Ja, danke Spiel. Ewige Ladezeit. Ich glaube, der Flammenwerfer könnte echt gut sein.
2 Beförderungen. Schattenangriff. Oder Schattenschritt. Ich nehme diesmal wirklich den Schattenangriff, weil er ist ja eh unser Phantom. Also machen wir das und Bones. Alle versteckten oder getarnten Pfeile. Naja, das klingt echt gut. Gerade, ich wage zu behaupten, der könnte demnach auch die Gesichtslosen aufspüren. Das wäre natürlich richtig gut. Archon-Autopsie, die auch ein auf ästhetische Weise beeindruckendes Exemplar. Die verborgenen Schrecken des Verschmelzens organischen Gewebes mit einer Maschine sind hier gut versteckt. Insbesondere die Waffensysteme sind für unsere eigenen Anwendungen interessant. Ja, da könnten wir eine verbesserte Psi-Klinge wieder draus machen. Und ja, es scheint wirklich der verbesserte Schweber zu sein. Auch wenn er so gar nicht danach aussah. Muss ich ja zugeben. So, wir wollen... Ja, muss noch einmal eingesammelt werden. Auch das machen wir nicht jetzt. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, Leute. Deshalb holen wir uns noch das hier in der Hoffnung, dass wir den Scan jetzt mal durchkriegen. Das sind 2,5 Tage. Strategische Ressource gefunden. 25 Alien-Legierungen. Das ist doch zumindest etwas. So, und jetzt dahin. Setze Kurs auf die Arktis. Den Rest sammeln wir später ein, wenn dieser Timer hier weg ist. Ich weiß, es sind noch über 12 Tage, aber ich will da jetzt nichts riskieren. So, auch hier wieder. So. Und bei dir muss ich einmal die Ausrüstung verändern. Der nicht nur leicht verwundet, sondern trotzdem so lange. Holy shit. Okay. Du kriegst eine EMP-Granate noch. Kann man immer gebrauchen. Außerdem mal das machen. So, Gegenstände herstellen. Ah, Waffen. Mal die ganzen Verbesserungen zumindest. Verstärker. Na gut, der bringt uns eh noch nicht viel, aber das Magnetgewehr hätte ich dann schon gerne im nächsten Mal. So. Du bekommst trotzdem. Erstmal das Laservisier. Dann die Ausrüstung. Kriegst du den Exo-Anzug und unsere liebe Sniper bekommt mal bitte den Spinnenanzug. Der Spinnenanzug steigert die Ausweichchancen unserer Soldaten und verfügt über erhöhte Beweglichkeit und Klettertechnologie. Ist also wahrscheinlich auch für die Sturmtruppen sehr nützlich, beziehungsweise generell. Ich wage zu behaupten, dass dieser Anzug für sämtliche Truppenmitglieder sinnvoll ist, der Schwere aber für die Grenadiere noch ein Tacken sinnvoller. Und jetzt mal kurz gucken. Splitterkanne. Ja, das ist schon die richtige. Beim Sniper haben wir noch nichts Neues. Aber die Magnetpistole, genau. Ihr habt. Hier gebe ich jetzt mal den Flammenwerfer, X-Kanone, da war überhaupt nichts Besseres. Ach nee, stimmt, wir hatten den verbesserten Granatwerfer. Aha. Größere Reichweite und größeren Explosionsradius. Perfekt, was wollen wir mehr? Gut, dann würde ich sagen, starten wir noch den Einsatz schnell. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal in dieser anderen Einrichtung.
Skyranger mal gucken, was da so auf uns wartet. Lokale Widerstandskräfte haben uns die Position einer Alien-Einrichtung in diesem Gebiet verraten, die mit dem Avatar-Projekt zu tun hat. Und werden sie ausschalten. Endgültig. Nähern Sie sich dem Ziel, platzieren Sie die X4-Ladungen und gehen Sie auf sichere Distanz zur Detonation. Wenn wir die Einrichtung vernichten, verschafft uns das mehr Zeit. Oh, klingt nach einem Plan. Ist X4 jetzt einfach nur eine verbesserte Variante als C4 und wir haben es nicht C4 genannt, weil wir in der Zukunft spielen, oder? Minus 1,5, Zielkoordinaten eingegeben. Gibt's auch heutzutage schon X4. Und platzieren Sie die X4-Ladungen. Unsere Position ist verborgen. Ja, machen wir aber, wie bereits gesagt, erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde, und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr zu XCOM 2. Bis dahin, ciao, Freunde.